Hallo und willkommen zum neuen Photoshop-Tutorial. Mein Name ist Irina Frank und heute werden wir einen Farblook für ein Männerporträt erstellen. Und wir fangen gleich an. Als erstes werde ich die Farben in Camera Raw anpassen. Die Farben im Bild sind warm und ich möchte gerne kühlere Farbe haben. Dafür werde ich die Farbtemperatur ändern. Ich verschiebe den Farbtemperaturregler nach links, um die gelbe Töne zu reduzieren. Ich werde auch gerne ein bisschen mehr grüne Töne im Bild haben, deswegen verschiebe ich den Farbtonregler auch nach links. Eigentlich kann ich diesen Farblook, was ich machen möchte, vollständig in Camera Raw erstellen, aber ich werde gerne weiter im Photoshop machen, deswegen klicke ich auf OK und wir werden hier weiter mit Photoshop Funktionen arbeiten. Nun werde ich zwei Farben für eine Verlaufsübersetzungsebene auswählen. Ich klicke auf die Vordergrundfarbe und wähle hier blaue Farbe von seinem Pullover aus und klicke auf OK. Und dann klicke ich auf die Hintergrundfarbe und wähle hier seine Hautfarbe aus. Nun erstelle ich eine Verlaufsumsetzungsebene, indem ich auf das Symbol hier klicke und die Farben, die ich gerade ausgewählt habe, wurden automatisch übernommen. Der Modus für diese Ebene ist weiches Licht und ich möchte noch die Farben ein bisschen anpassen. Diese Farbe möchte ich ein bisschen ändern, deswegen aktiviere ich diesen Regler, ein Doppelklick drauf. Und nun kann ich die Farbe ein bisschen ändern. Ich möchte die gerne ein bisschen ein Tick wärmer haben. Und heller. Ich klicke auf OK. Ich reduziere ein bisschen die Ebenen der Kraft. Und als nächstes werde ich eine Füllebene erstellen. Ich gehe dafür auf Ebene, neue Füllebene, Farbfläche im Modus Farbe, OK, und wähle hier eine Farbe aus. Ich wähle diese Farbe aus und klicke wieder auf OK. Wir haben eine Tönung bekommen. Wir haben das ganze Bild jetzt umgefärbt. Das will ich aber so nicht haben, deswegen reduziere ich die Ebene der Kraft. Denn ich möchte nur ein Tick von dieser Farbe im Bild haben. Als nächstes möchte ich mit Tiefen und Lichtern arbeiten. Dafür erstelle ich eine selektive Farbkorrekturebene und wähle hier Weiß aus. Und wenn wir hier die Änderungen vornehmen, können wir die Highlights farblich anpassen. Ich füge ein bisschen Cyan. Ich möchte hier kein Fashionbild haben, deswegen die Veränderungen im Highlights-Bereich sollen sehr dezent sein. Ich reduziere ein wenig die Magenta. Töne. Und nun möchte ich die Tiefen anpassen, deswegen wähle ich Schwarz aus. Und wenn ich hier die Regler verschiebe, werden die Tiefen umgefärbt. Ich werde die Schatten ein Tick rötlicher machen, deswegen verschiebe ich den Cyan-Regler ein wenig nach links. Nun erstelle ich eine Fotofilterebene, wähle hier dunkelgrün aus und erhöhe die Dichte. Als nächstes erstelle ich eine Gradationskurve, wähle den roten Kanal aus, aktiviere im Bildkorrekturwerkzeug, klicke auf seinen Bart und verschiebe die Kurve ein wenig nach oben. Und nun die rötliche Schatten und sein Bart, das passt farblich zueinander. Ich klicke wieder auf den Bart und ziehe die Kurve einen Tick nach unten, um die Farbe ein bisschen kontraster zu machen. Nun klicke ich auf den Hintergrund und ziehe nach unten, um die rote Farbe hier zu reduzieren.
Als nächstes möchte ich gerne diese Ecke ein wenig abdunkeln. Dafür erstelle ich eine Verlaufsebene. Ich gehe Ebene, neue Füllebene, Verlauf im Modus weiches Licht und klicke auf OK. Art des Verlaufes linear. Ich passe den Winkel an und ändere die Farben von dunkelgrau zu transparent und ich klicke auf OK. Nun kann ich den Verlauf jetzt ein bisschen verschieben und ich klicke wieder auf OK. Eigentlich der Farblook ist fertig, ich werde aber sehr gerne die Highlights ein wenig verstärken. Ich wechsle zu den Fensterkanälen, schaue mir alle Kanäle an, Rot, Grün, Blau. Ich finde den blauen Kanal gut. Dabei schaue ich nur die Highlights an, wo die Highlights am besten für mich aussehen. Ich finde in diesem Fall den blauen Kanal am besten. Ich halte die Steuerung-Taste gedrückt und klicke auf das Kanalbild. Nun kehre ich zurück zu den Ebenenansicht und erstelle eine Gradationskurve. Dabei wird automatisch eine Maske erstellt und wenn wir uns die Maske anschauen, sehen wir, das ist der blaue Kanal. So, nun werde ich die Highlights verstärken, indem ich die Kurve ein wenig nach oben ziehe. So ist gut. Nun schauen wir uns vorher und nachher an. Das war vorher. Und das ist nachher. Und nochmal vorher. Und nachher. Man kann seinen Bart eventuell noch ein bisschen rötlicher machen. Wir testen, ob das vielleicht besser aussieht. Ich erstelle wieder eine Gradationskurve. Wähle rote Töne aus. Und verschiebe die Kurve ein wenig nach oben. Ich möchte aber nur die Haare färben, deswegen aktiviere ich die Maske, invertiere diese Steuerung I, nehme einen Pinsel, weiße Vordergrundfarbe und male über die Haare. So, nun reduziere ich die Ebenendeckkraft. Und nun schauen wir uns wieder vorher und nachher an. Das war vorher. Und das ist nachher. Und nochmal vorher. Und nachher. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.